Weiter geht's hier jetzt mit Paar 09. Missy May und Dimitar Stefanin zeigen uns heute Abend hier auf dem Parkett einen langsamen Walzer. Mit im Boot ist Missys Ehemann Andreas, weil nämlich Missy heute Abend etwas ganz Wichtiges nachholen will. Diese Woche haben wir uns einen ganz besonderen Menschen dazugeholt, nämlich meinen Mann, den Andreas. Heute haben wir eine besondere Aufgabe. Wir tanzen einen Trio-Dance bei den Family and Friends-Sendungen. Heißt, wir werden einen Tanz zu dritt einstudieren. Wir werden nämlich unseren Hochzeitstanz nachholen. Hochzeit, ich habe mich extra auch rasiert für euch. Danke. Meine Mama gesagt. Wir haben ja unsere Hochzeit sehr lange geplant, sehr ausführlich geplant, wie man das halt so macht. Und dann kam Corona. Finde ich sehr, sehr schade. Und das holen wir nach. Ich muss weinen. Entschuldigung. Hochzeit ist ja auch ein super wichtiger Moment in das Leben eines Menschen. Und ich finde, das nachzuholen auf so einer großen Bühne ist eine große Verantwortung. Du, vielleicht ziehst du auch ein weißes Kleid an und bist mein alter Ego. Ist dein Ego weiß? Es wird noch intensiver und noch schöner, glaube ich, am Freitag, wenn ihr es einfach vor so vielen Leuten tanzen dürft. Jetzt stehen wir hier. Ja, sehr schön. Und daher. Großartig. Die Rollenverteilung ist ganz klar. Es gibt einen Bräutigam, eine Braut und es gibt ein Herzblatt. And one, two. Wie was hast du gemacht? Hätte ich geschlagen. Ich bin das Herzblatt. So nein, ein Vier. Du bist ein Kleeblatt. Kleeblatt heißt nein. Das? Ja, Kleeblatt. Du bist das Glück. Ich bin das Glück, genau. Ich mach's noch einmal mit dir. Gerne. Warum willst du das immer nur mitkommen? Ja. Hopp. Ja, sehr schön. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, dass ich eure Hochzeitstanz choreografieren darf. Und ich hoffe, ich habe diese Aufgabe erfüllt. Wir werden es dann gemeinsam am Freitag sehen. Aber ich habe das sehr genossen, zu dritt was zu machen. Aber ich glaube, es wird funktionieren. Ja? Ja, genau. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on your bus. Come away. With their lies, and I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So all I ask is for you to come away with me in the night. Missy May und Dimitar Stefanin.
Markus Braut in Führung, der Andi geht schon mal zu, also dein Andi geht zu meinem Andi und ich rede noch kurz mit euch. Ja, die große Hochzeit war geplant, hat dann nicht stattfinden können wegen Corona. Jetzt hast du hier vor 500 Leuten im Studio und vor Hunderttausenden zu Hause den Hochzeitstanz nachgetanzt. Wie hat sich's angefühlt? Wie romantisch war's? Ja, es war schon sehr, sehr schön. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur den Andreas und den Mitko mitgekriegt. Es tut mir leid. Es war wahnsinnig schön. Und ich finde es total toll, weil der Ballasch wird eine Runde Champagner für alle schmeißen, habe ich gehört. Weißt du was, was ich noch nicht weiß? Ja, ich habe mir gerade gedacht, das würde eigentlich ganz gut passen. Ja, eigentlich schon als Hochzeitsgeschenk? Ja, finde ich auch. Ja? Ja, habe ich von euch eine Champagner gekriegt damals eigentlich? Nein, aber du hast auch in einem Fernsehstudio, du hast in einem Fernsehstudio Ballroom geheiratet. Ja. Aber es gab lustigerweise keinen Hochzeitswalzer von dir und Alice. Warum was? Eigentlich? Ja, sie haben geheiratet hier live in dieser Show, aber es gab keinen Tanz. Keinen Tanz? Ja. Chardash. 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 Ein bisschen Chardash. Das waren noch Zeiten. Wow. Das war eine tolle Torte, muss man sagen. Wie viele Jahre, Haare und Kilos ist das her? Ja, wie lange ist das her? Es ist sehr lange her. Das war genau in 2007. Nicht schlecht. Schön. Ja. Aber es so lange gibt es mich schon. Ja, es gab keinen Hochzeitswalzer, aber es gibt dich Gott sei Dank immer noch in dieser Show. Und wie hat dir dieser Hochzeitswalzer jetzt gefallen? Ja, es war aufgelegt, der Schmäh natürlich. Das ist ein Hochzeitswalzer, jetzt die Herzen erobern muss. Ja, teilweise auch getan, muss ich schon ehrlich zugeben. Es war schon eine sehr schöne Hochzeitswalzer. Dimitar, du hast Alexander sehr gut ins Spiel gebracht. Ihr beide habt eigentlich sie perfekt bedient. Ihr wart eine tolle Dreierpaket. Viel besser geht es eigentlich kaum mehr. Wow. Dankeschön. Jetzt verdient er sich den Champagner. Er hat schon was getrunken. Aber vielleicht können wir beim Prosecco einigen. Prosecco. Damit geht auch. Der Bollasch ist wie der peinliche betrunkene Onkel, der jetzt damit zudringlich wird. Amira, hattest du eigentlich einen Hochzeitstanz mit dem Oliver? Oli und du, habt ihr getanzt bei der Hochzeit? Nee. Also, nee, wir haben lustigerweise auch vorgehabt, nochmal groß zu heiraten. Und dann war Lockdown und haben das dann auch nie wieder nachgeholt. Aber wer weiß, ja. Aber ich muss sagen, das hat mich trotzdem sehr berührt, weil das ist schon was Besonderes. Und du sagst, du hast nur Augen für deinen Mann gehabt. Aber ich hatte auch nur Augen für euch beide. Sorry, Demi. Aber das war so schön. Also man Entschuldigung, komm zurück! Spaß. Nein, das war Liebe auf der Tanzfläche. Das war Emotion, das war einfach Verbundenheit. Man hat das gefühlt und die Choreografie, ich fand das auch so toll mit eingearbeitet. Ich hätte auch euch jetzt zuschauen können, nur euch beiden. Aber natürlich, Dimi darf nicht fehlen, war wundervoll. Sonst muss ja, irgendwer muss ja auch die Rosen dann werfen. Also toll, wirklich toll. Du mein Kind. Nein, das war... Dimitar, das Blumenkind. Ah, er streut dir Rosen. Danke. Er ist so Lob total gut. Gell? Dann tut man auch gerne nette Sachen. Maria. Also, ich finde, es war leicht, locker und wunderschön getanzt. Ja. Und können wir mal bitte festhalten, diesen Andreas, da drüben, Andreas, wow. Ja. Wie sich der bewegt, das ist göttlich, wirklich. Ja, also, hab ihn gut eingetanzt. Also, liebe Redaktion, falls wir für die nächste Staffel Kandidaten suchen, ich wäre stark für diesen hübschen Herrn da drüben. Ja. Also, Dimi, wunderschöne Choreografie. Man muss das, auch das ist kein einfaches Thema, weil ja trotzdem, es geht da in diesem Fall jetzt um die Liebe zwischen zwei Personen, wo du jetzt eigentlich nicht so dazu gehörst. Ja. Du hast aber trotzdem gut in Szene gesetzt, dich selbst und auch die zwei Hauptdarsteller sozusagen. Für mich persönlich habt ihr ein bisschen zu wenig, ihr beide, in geschlossener Haltung getanzt. Aber bis jetzt ganz klar der Tanz des Abends. Dankeschön. Wow. Vielen Dank. Der Tanz des Abends, sagt die Maria. Falls Sie zu Hause sich diesem Lob anschließen, dann zeigen Sie es uns oder den beiden mit einem Anruf oder einer SMS. 09010 59 09 0 09. Das ist schon gesagt.
Genau. 09. 09. 09. Dankeschön. Vor hat er gesagt, der Mr. May. Der Mr. May hat vor gesagt. Ich sehe jetzt richtig, wie die Tante Ilse daheim am Sofa sitzt und zum Onkel Herbert schaut und sie denkt, der Herbert, die geht nicht einmal überhaupt mit mir tanzen, geschweige denn, wenn er dann endlich ein Parkett ist, tanzt er so. Wo hat sie denn den her, diesen Herrn May, die Frau May? Du machst das nicht zum ersten Mal, oder? Du bist ein bisschen vorgebildet auf diesem Gebiet. Genau, also ich habe musikalisches Unterhaltungstheater studiert, also sprich Musical am Konservatorium. Und dann eine Zeit lang auch in dem Metier gearbeitet und dann einen kompletten Berufswechsel durchgezogen und habe dann meine Pilotenausbildung gemacht. Okay. Ja. Das machst du jetzt aber hauptberuflich? Oder singst und tanzt du auch noch? Ja, also so, wenn es sich so ausgeht, eigentlich immer gerne mit der Missy eben, wenn wir irgendwo so die Chance dazu kriegen, gemeinsam zu singen, ist das eigentlich immer sehr, sehr schön. Wenn nicht gerade Corona ist. Ja. Wenn nicht gerade Corona ist, genau. Gemeinsam getanzt bei der Hochzeit, aber halt auf Gras, jetzt zum ersten Mal auf Parkett. Genau, es war so eine, wir waren ganz lange nicht so wirklich sicher, wie wir es eigentlich gestalten wollen, um halt doch groß oder halt doch irgendwie intim und im Garten und haben uns dann irgendwie, also es wurde dann für uns entschieden, sage ich jetzt einmal so, aber es hat es hat nichts gefehlt, also es war ein sehr, sehr schönes, intimes Fest. Er hat eine Flamingo-Badehose an. Es war eine Bahamas-Badhose und ein hässliches, also wunderschönes Hawaii. Es war ein wahnsinnig hässliches Hawaii. Ich habe ihn trotzdem geheiratet. Ja, aber nicht bei der Hochzeit, das habe ich beim Grillen dann angezogen. Waren wir bei eurem Hochzeitstanz offiziell dabei? Beim Antrag waren wir nicht dabei. Der war ja auch irgendwie schon sehr anders. Ja, es war Weihnachten und... Man muss dazu sagen, die Missy liebt Weihnachten. Ich liebe Weihnachten, das ist mein Lieblingstag im Jahr. Und der Andreas hatte nur eine Hose mit, weil wir waren bei seinen Eltern eingeladen und wir sind spazieren gegangen und da war so eine Lichtung und es war wahnsinnig kitschig und ich drehe mich und sage, ach, das ist so kitschig schön und auf einmal haut er ein Taschentuchbackerl am Boden und kniet sich drauf. Und ich war total verstört zuerst, weil ich nur gedacht habe, warum haut der jetzt ein Taschentuchbackerl? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der einen Ring in der Hand hat, weil ich nur aufs Taschentuchbackerl Es war halt wahnsinnig gatschig und ich habe halt nur eine Hose mitgehört. Ich kann nicht unter dem Christbaum mit der gatschigen Hose noch mal andrehen. Eigentlich denkt man sich, es müsste wurscht sein, aber es war halt so ein bisschen, naja, Kurzschluss. Und auch hier wieder. Und sie hat dich trotzdem geheiratet. Ja, also sie... Es ist halt innovativ, würde ich sagen. Ja. Na, traumhaft. Ja. Und du hast auch nicht gestört. Also Mitko, sie war... Also ich war auch da. Der Mitko ist das Glück. Ja, das Glück. Der Mitko ist das Glück. Und würden wir nochmal heiraten, dann wäre der Mitko ein ganz, ganz wichtiger Mensch auf der Hochzeit. Genau. Wahrscheinlich würdest du Blumen streuen. Ihr könnt ihn ja... Ihr könnt ihn ja adoptieren. Vielleicht. Ja. Wir schauen zu den Herrschaften, wo einer davon hoffentlich zumindest an Uhudler Frizzante spendiert. Punkte für euren langsamen Walzer. Bolasch und so. Maria, bitte zuerst. Deine Arbeit, liebe Missy May, trägt Früchte. Ein Traum. 9. Amira. Kann ich überbieten. 10. Wow, 10 Punkte. Bolasch. War schon eine gute Spritze wert. Wow. 27 Punkte, Rekord heute Abend. Letztwöchiges Ergebnis eingestellt. Sehr gut, sehr, sehr gut. Vielen Dank für den Moment, Paar 09. Missy May mit Ehemann Andreas und Dimitar Stefanin. Ab in die Lounge. Gläser gerne mitnehmen. Nicht nur die Jury kann unsere Tanzpaare bewerten und Kommentare abgeben, auch Sie zu Hause kommentieren ja fleißig mit auf diversen Social-Media-Plattformen. Gerne den Hashtag ORF Dancing Stars verwenden, dann lesen wir auch mit. Die schönsten Kommentare sammeln wir, wie immer, auf unserer Website dancingstars.orf.at. Und falls Sie während der Osterferien irgendwann nächste Woche Dancing Stars Entzugserscheinungen verspüren, in der ORF-TV-Tek gibt es alle bisherigen Shows immer und immer wieder anzuschauen. Zum Beispiel dieses unfassbare Kleid von der Miriam. Ja, ganz genau. Übrigens, Andi wird auch Ballroom-Flair ein bisschen versprühen, gemeinsam mit der Maria am Ostersamstag, Q1, das Quiz XL. Ein Hinweis ist falsch, macht uns keine Schande, seid so nett, ja? Wir werden uns sehr bemühen zumindest, oder? Das steht dann im Arbeitszeugnis, Sie haben sich sehr bemüht. Ich glaube, es werden 10 Punkte. Es wird, glaube ich, recht lustig. Ballfreiter ist dabei, Thomas Maurer, Kathi Strasser und...
Wir zwei. Wir zwei. Wobei, so wie ich dich einschätze, stellst du lieber Fragen, als du sie beantwortest. Ja, auch. Wie meinst du das? Was passiert jetzt? Andi! Schau an! Ich hab. Nein, Moment. Danke. Aus. Recht schon. Was ist denn da los? Ich habe bei Wahrheit oder Pflicht verloren. Ich muss Moonwalk machen. Moonwalk einbauen in die Sendung. Na, es steht dir. Dann Moonwalker in die Lounge und sag uns, wie es den Kandidaten geht. Aber nur rückwärts im Moonwalk. Wie geht der Moonwalk über die Stirn geht? Also. So, schau da. Da sitzen sie alle. Haben gerade getanzt oder werden noch tanzen. So, die hat da was im Mund, so. Ihr seid ja alle wirklich wahnsinnig fleißig. Seid ihr froh, dass jetzt mal Osterpause ist, ein bisschen? Pause? Meinst du echt? Welche Pause? Ach so, Sende. Am nächsten Freitag haben wir mal keine Sendung. Das heißt, es verschiebt sich ja das Training vielleicht um eine Woche. Man könnte es wirklich mal ein paar Tage ausspannen. So ist das. Ja, ein bisschen Pause ist genauso zur Halbzeit, ist ganz wichtig. Die Base chillen, Lukas. Bitte was? Die Base chillen tust du jetzt eine Woche, oder? Base chillen, ja. Ich drehe mein Handy ab und sperre mich ins Zimmer ein und schlafe mal, glaube ich, für 3 Tage. Wirklich? Ja, darf er das? Ja, sicher. Er muss es machen auch. Ich habe ihm das befohlen. Nein, die Lenker fährt auf Urlaub. Also deswegen, ja. Genau. Lenker ist auf Urlaub, deswegen habe ich ein bisschen frei. Sehr gut, das war dir wichtig. Das ist ganz wichtig. Und was macht der David? Ich mache jetzt auch ein bisschen Urlaub. Alle machen ein bisschen Urlaub. Die Tänzer, Sie hoffentlich auch.